Mein Gott, was ist hier los? Bleib stehen, du Tomasi! Du musst stehen bleiben! Du musst dir doch helfen! Bleib stehen hier! Bleib zu Anfang deiner Folge! Bleib doch mal stehen! Du musst das Anfang der Folge mitnehmen! Ja, ist immer noch da! Hast du jetzt auch die ganze Welt drin? Wenn du mir das wegrennst! Geil! Andy ist er tot! Buhara, gut aus mir gerade, vielen Dank, du Arsch! It's a strong stuff! Ich begrüße euch herzlich zu Super Mario Sunshine! One! Und a two! Nein, wir grüßen euch, ich und Mario, der kleine Penner und ich, der Matthias Voss, auf dieser lustigen Reise durch die Landschaft von Isla del Vino. Was wir heute machen, das ist eine gute Frage. Das ist hier, wie soll ich sagen, eine kleine Aufnahme und wir gucken mal, wo wir jetzt hingehen. Ich kann euch da verschiedene Sachen anbieten. Da hätten wir zum Teil diesen wunderbaren Leuchtturm, wo wir reingehen könnten. Oder wie wäre es mit einem wundervollen Ausflug in Porto d'Oro da hinten bei der blöden Palme? Oder wie wäre es mit einem ganz, ganz feinen Ausritt wieder zu der ersten Welt hier bei unserer schönen Statue? Nein, ich weiß es. Ihr wollt das alles gar nicht. Nee. Ihr seid wieder so auf den Trip. Wir wollen mehr. Wir wollen was anderes sehen. Wir wollen sehen, wie du leidest. Wir wollen sehen, wie du so diese komische Schildkröte da gehst. Ja, genau, das wollt ihr sehen, ich weiß. Ich bin ja auch schon da. Ah! Bin ins Wasser gefallen. Cutscene, geil. Oh, Hentai. Bitte, tschüss. Ja, selber das machen. Isla Fortuna, der Unterschlupf ist Jorken. Was? Wie kommst du darauf? Na denn, was können wir denn jetzt da machen? Um da hinzukommen, das ist jetzt eine gute Frage, die sich hier nicht so leicht beantwortet. Naja, vielleicht liegt die Antwort uns zu Füßen. Rein da. So, auf geht's, Feuer! So geht das heutzutage. Wir feuern uns einfach, wenn wir von einer Insel vorbei, wenn es nach der Ansicht da geht, aber der Auftritt von Robo Bowser ist jetzt angesagt. Das ist nicht ein Auftritt, das ist der Auftritt von Robo Bowser. Von Robo Bowser. Einen sehr, sehr bösen Gefährten. Oh, sieht aus wie ein Vergnügungspark, würde ich sagen, ne? Wir wollen in einem Vergnügungspark. So, und hier gibt es eine wichtige Information, die ich euch geben muss. Diese Welt ist in zwei Teile aufgeteilt. Einmal hier der ganz normale Anfang hier. Das ist der Strand, der, wie ich finde, echt geil aussieht. Hier kann man sich schon mal umsehen. Wirklich sehr cool hier. Und was es noch zusätzlich gibt... Den Vergnügungspark, wo wir uns jetzt als erstes hinbegeben müssen, weil immerhin ist dieser böse Schatten-Mario ja dahin. Und wir wollen ihn ja mal töten. Töten wollen wir. Und ihn redlich tot sehen. Diesen blöden Schurken da. Nein, die wollen wir nicht tot sehen. Wir wollen mal gucken, wohin er geht. Oh nein, er rennt weg. Nein, nicht schon wieder. Er kann doch nicht schon wieder wegrennen. Oh, ne, richtig netter Kollege. Dass er hier meint, hier wegrennen zu dürfen, das sehe ich aber nicht so. Ja, ich renne mal hinterher. Was ist das für ein Ding gewesen? Das habe ich einfach gepritzelt. Naja, gut. Oh, es geht weiter. Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Schnittszene, um die Story dieses Spiels zu verstehen. Und da hinten ist eine wundervolle Welt gesehen. Hat man sie ganz kurz gesehen. Eine der besten Attraktionen in diesem Spiel. Da hinten, ihr seht es. Aber er macht erstmal den Schwabbel. Ja gut, lasst ihn sein Schwabbel. Ich will ihn auch nicht mal stören. Er macht seinen Schwabbelauftritt. Schwabbel. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein, er ist immer noch da. Er ist nur irgendwie groß geworden und hat irgendwie so riesigen Mecha-Bowser bei sich. Könnte man so sagen. Der sieht aber nicht nett aus. Tja, was machen wir denn immer mit denen? Wird er uns besiegen? Er macht den Namen. Ich bin sauer. Ich werde dich töten, Mario. Mit meinem Pinsel aber werde ich die Erde regieren. Vielleicht auch nicht. Wahnsinn, was für ein Spektakel, ein neues Champion, das weiß ich mal nicht, eure Anstellte verdienen mehr Geld, 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 Geld. Okay, Entschuldigung, wenn ich das Wort Geld höre, kriege ich immer einen Anfall. Okay, ich liebe das. Einer ist ein furchtloser Held und der andere ist ein böser Doppelgänger, der genauso aussieht. Als Leiter des Parks liegt mir dein Erfolg am Herzen.
Wie wäre es, wenn ich dir dieses Fahrzeug zur Verfügung stelle? Mir nach! Ja, du, natürlich denkst du nur dich. Ich finde es toll, wie er der einzige clevere Mensch ist, der irgendwie auch entdeckt, dass er ein Doppelgänger ist, aber naja. Wie das nun mal so ist, hat er all seine Gründe. Wir fahren die Sonne. Ich bin Bowser, ich spack ab. Ja, wieso erinnert mich das immer an die Portung Gangstück-Patrouille? Na gut. Wie das Ganze funktioniert, fragt ihr euch wahrscheinlich. Das funktioniert wie folgt. Und zwar müsst ihr diesen Bowser da hinten immer treffen. Mit hoffentlich guter Präzision, wie ich hier. Und dann, solltet ihr darauf achten, dass diese blöden Kugelwillis, die ganze Zeit hinter euch herfetzen, euch nicht erwischen. Und außerdem solltet ihr zusätzlich darauf achten, dass euch nicht schlecht wird. So. Scheiße. Geh mal eine Rakete, ich will ihn dir gerne in den Kopf rammen. Henning, Kopf rammen. Ja, mach du mal. Hab den Rakete, du Arsch! Okay, geil. Einfach ein bisschen nass machen hier mal den Kerl. Wenn uns hier nicht ganz mit Feuer anspuckt. Wow, was soll das denn? Hinter uns ist einer. Hey, der fliegt da hinten herum. Verpiss dich mal. Okay, wir haben ein bisschen Feuer. Das hören wir ein bisschen löschen. Der will uns hier nicht anspuckt. So geht das. So macht man das mit dem Freund. So. Jetzt eine schöne Präzision anlegen und voll daneben. Voll gegen das Geländer. Oh, ja, ja, gut. Ja, wir haben noch genug Energie und ich muss die ganzen Dinge eigentlich gar nicht töten. So, jetzt machen wir wieder hinterher. Dann müssen wir weiterfahren. Hier die coole Action-Achterbahn hier. Oh, ja, 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 mach du mal hier. Ich muss nur den Bowser einmal noch treffen. Und das machen wir so. Wow, der Kid. Wow, woher kommt ihr? Woher kommt ihr? Alter, macht mir nicht kirre. Ich weiß doch nicht mehr, wo ihr seid. Okay. Auf Kugel will ich's achten, hab ich doch. Oh, geht doch weg. Ihr seid ja furchtbar. Okay. Das war's schon mal damit und. Hit! Volltreffer! Mein Freund, du bist ja immer noch am Leben. Was fällt dir ein? Damn! Wie wär's mit Sterben? Findet er gar nicht witzig. Okay. Ich bin traurig. Ich bin so traurig. Mario macht. Oh wow, ich kann immer nicht glauben, dass du da bist. Siehst du ja auch da runtergekommen aus der Achterbahn. Der ist doch immer weitergefahren. Stopp! Was? Was macht er da? Er macht die ultimative Rolle! Und es ist... Und da beginnt der Terror! Gay. Nein! Das ist alles so falsch! Das ist so falsch! Okay, also Leute, denkt doch nichts dabei. Denkt euch aber nichts dabei, wenn ihr das hört, das ist alles so falsch. Ich hasse diese Illusion. Ich bin Heavy Metal. Ich bin Beat. Also war das gegen Miro von dir. Das glaub ich nicht. Ja, der auch von Igitt ist, den blöden Spinner. Warum auch immer er den Scheiß entwickelt hat. Erzählt's halt mal, alter Mann im weißen Mantel. Das könnt ihr nur verstehen, wenn ihr Luigi's Mansion gespielt habt. Nur dann. Nicht anders. Wieso ist mein Bruder wieder online gegangen? Oh Gott. Mario übertölpeln. Welcher Mensch benutzt das Wort übertölpeln in unserer heutigen Sprache? Das ist so unfassbar. Das ist so witzig, ne? Wie einfach die ganze Zeit reden ist. Und ich rede über Leute. Du Nervnägel, hör auf uns nachzustellen. Oh wow, ich will das ganze Familienglück stören hier. Mit ihrer komischen, ich meine, Bowser-Sex mit Peach. Das ist, ja. Das darf man ein bisschen mit, wie soll ich sagen, ein bisschen zweifeln daran. Ob das so wahr ist, aber ja, tschüss. Tschüss, komischer Bowser-Kopf. Und jetzt hören wir erstmal nichts mehr von irgendwelchen Geschichten. Jetzt ist vorbei. Bis zum Ende hin passiert da jetzt erstmal nichts mehr. Das war's mit der Geschichte von Super Mario Sunshine. Mama, Peach! Ja, komm, ich hab den Stern schon gesehen. Das macht doch meine. Wow, ich muss erstmal sehen, wie er sich im Kreis dreht. Und bis er dann auftaucht, ist mir doch scheißegal. Gib mir einfach den Scheißstern! Geil. Der über Move, ey. So, soviel zu dem Stern. Und so viel zu der Geschichte des Spiels. Mini Bowser, ich denke, das ist meine Mama, Berg, Das ist meine Interpretation von diesem ganzen Spiel.